Masern bei einem Kind. Solche Krankheitsfälle will Gesundheitsminister Jens Spahn verhindern. Er will eine Impfpflicht einführen, die mit Geldstrafen und einem Kita-Ausschluss durchgesetzt werden soll. Masern sind eine höchst ansteckende Viruserkrankung. Betroffen sind meist Kinder, aber nicht ausschließlich. Symptome sind hohes Fieber und Hautausschlag. Bei einigen Patienten können lebensgefährliche Komplikationen auftreten, wie eine Lungen- oder eine Hirnhautentzündung. Der WHO zufolge ist die Zahl gemeldeter Infektionen im vergangenen Jahr stark angestiegen. Besonders betroffen sind Brasilien, der Jemen, Frankreich und die Ukraine. In Deutschland ist die Zahl der Infektionen 2018 zwar gesunken, allerdings erreicht Deutschland die von der WHO angestrebte Impfrate von 95% nicht, die nötig wäre, um die Krankheit auszurotten. In Baden-Württemberg etwa sind nur 89% der Schulkinder geimpft. Kinder in Deutschland werden in der Regel mit einer Impfung auch gegen Mumps und Röteln oder Windpocken immunisiert. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind sehr selten. Dennoch halten sich Gerüchte, die Impfung habe starke Nebenwirkungen. Solche Befürchtungen wurden bereits vielfach widerlegt.